Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial, heute mal aus der Reihe Python. Und zwar möchte ich euch Folgendes vorstellen mal, und zwar wie funktioniert ein Recommender System? Also erstmal, was ist denn das überhaupt? So, ihr kennt ja, ihr seid ja vielleicht Netflix-Kunde oder ihr seid Amazon Prime-Kunde oder ihr seid Sky-Kunde, ja? Das heißt, im Wesentlichen wisst ihr dann vielleicht, okay, ihr schaut euch eine Serie an oder einen Film. Serie ist jetzt ein gutes Stichwort, weil jetzt vor kurzem ja die neue Staffel von Game of Thrones gelauncht wurde und ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. So viel dazu. Das heißt, ihr schaut euch einen Film oder eine Serie an bei einem dieser Anbieter oder einem anderen Anbieter, kann jeder x-beliebige sein, ich kenne halt jetzt hauptsächlich eigentlich nur die drei. Und was dann passiert, ist Folgendes. Ihr bekommt dann möglicherweise, wenn ihr eine Serie oder einen Film anschaut, andere Serien oder Filme vorgeschlagen, die euch gefallen könnten. So, jetzt stellt man sich vielleicht mal die Frage, okay, das ist interessant oder das gefällt mir tatsächlich, aber woher weiß denn Netflix? Woher weiß denn Amazon Prime? Woher weiß denn zum Beispiel die Sky, was mir gefallen könnte? Ja? Die müssen ja ihre Schätzungen und damit auch die Empfehlungen, die sie uns geben, auf irgendwas basieren. Ja? Das ist ja nicht einfach aus der Luft gegriffen. So. Und das funktioniert eben über diese Recommender-Systeme und die möchte ich jetzt mal zeigen, wie die hier funktionieren, also was da genau gemacht wird. So, und ich habe den Code jetzt hier schon runtergeschrieben, so, ich mache das also jetzt nicht alles einzeln, weil das würde jetzt zu lange dauern für das Video. Ich möchte es ja nur mal erklären, aber falls euch sowas interessiert, dürft ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, kann ich auch dazu vielleicht in Zukunft mehr machen. Ansonsten natürlich auch gerne wieder Excel oder, wenn ich mich wieder ein bisschen eingearbeitet habe, möglicherweise auch VBA. Ist, bin ich jetzt noch ein bisschen draußen, aber alles ist möglich, so. Also gut, was mache ich hier? Also zunächst mal importiere ich die Bibliotheken, also die ich brauche. In dem Fall ist das NumPy und Pandas hier. Die werden eben häufig in der Datenanalyse oder im Data Science auch eingesetzt. Hab dann Spaltennamen, das heißt, die definiere ich hier. User-ID, Item-ID, Rating und Timestamp. Also einfach nur, das sind nur die Spaltenbezeichnungen. Das seht ihr auch hier. Weil wenn ich dann entsprechend mein Datenframe, also mein Dataframe, heißt es eben in Python, wenn ich den lade hier, eben über diese read-csv-Methode, dann kann ich hier entsprechend neben dem Separator, das ist das Trennzeichen in meinem Datensatz, also das ist in dem Fall ein Tabulator, könnte natürlich auch ein Komma oder ein Semikolon sein. Ja? In dem Fall ist halt in der Datei einfach ein Tab, das Trennzeichen, deswegen dieses Slash T. Ja? Oder Backslash T. Und hier in dem Fall definiere ich eben dann die Spaltennamen. Das heißt, hier, diese definiere ich hier als Spaltenbezeichnungen. Deswegen, wenn ich meinen Datensatz dann lade, bekomme ich eben entsprechend genau diesen hier. Ihr seht hier, diese vier Spaltenbezeichnungen sind genau diese hier. So. Was ich hier habe in meinem Datensatz, also in diesem ersten, ist entsprechend eine User-ID, ich habe eine Item-ID, ein Rating und ein Timestamp. So. Die User-ID, das sind wir alle. Ja? Also das ist zum Beispiel, seid ihr, ist eure Freundin, euer Freund, ist euer Vater, Mutter, Geschwister, wer auch immer. Ja? Also wir alle sind eben ein Einzelner, also jeder von uns ist ein User und jeder von uns hat dann entsprechend irgendeinen Film entsprechend möglicherweise oder eine Serie möglicherweise bewertet. So. Und zwar hier in dem Fall von 0 bis 5. Also 5 ist das beste Rating. Und ihr seht auch hier, wir haben also eine ID von uns. Also jeder von uns hat eine ID, eine Zahl, die ihm zugewiesen wird. Und wir haben eine Film-ID. Entsprechend ist das auch. Der Film steht hier nicht als Wert drin, sondern eben als ID, auf die referenziert wird. Und wir haben ein Rating. So, also das heißt, in dem Fall, User 0 hat den Film 50 mit einer 5, also 5 von 5, das heißt volle Punktzahl in dem Fall, bewertet, und zwar zu dieser Zeit. So, das ist, glaube ich, ein Unix-Format. Von der Zeit her ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, jeder hat halt zum gewissen Zeitpunkt den Film bewertet. So, jetzt haben wir hier noch einen zweiten Datensatz. Das ist dieser hier, Movie Titles. So, und was hier passiert ist, entsprechend, wir lesen den auch ein und printen den dann mal aus und schauen uns dann mal an, was da drin ist. Und hier haben wir auch eine Item-ID und wir haben einen Titel. Damit wissen wir endlich, okay, die Item-ID, die wir hier oben hier schon gefunden haben, zum Beispiel 50 und so weiter, die hat natürlich auch einen Filmtitel und der wird hier aufgeführt. So. Das heißt, wir haben also zwei Datensätze hier, die wir erst noch verbinden müssen. Weil wir wollen ja wissen, okay, hier haben wir eine Item-ID, hier haben wir eine Item-ID, aber wir brauchen den Titel dazu. Und den hätten wir gerne ebenfalls in dieser Tabelle oben. Das heißt, den packen wir einfach hier noch als Spalte dazu. Das können wir machen, indem wir einfach die Datenquellen, die beiden, mergen, heißt das in Python, ja? Also, ihr könnt das vielleicht, wenn ihr SQL damit unterwegs seid oder SQL, dann das joinen, ja, und so weiter. Also, wir verbinden quasi diese Datensätze, diese beiden Data Frames, heißt es eben in Python, miteinander, dass wir jetzt endlich diese Titelspalte hier einfach da mit heranmappen, ja? Auf Basis eben der Item-ID, die wir in beiden haben. So, das machen wir hier. Und ihr seht schon, dann haben wir entsprechend sowas hier. Und hier in dem Fall, wie gesagt, dieses df.head, das printet erstmal immer nur die ersten 5 Einträge aus. Natürlich sind das wesentlich mehr als 5.
Das heißt, in dem Fall ist das nicht nur Star Wars, das ist halt jetzt einfach mal die ersten Einträge sind das. So, wir sehen also, die Ultima, die 50 ist eben mit dem Titel Star Wars verbunden. Das ist also der Titel Star Wars. Und jetzt sehen wir hier verschiedene User, die entsprechend den Film Star Wars mit entsprechend hauptsächlich, in dem Fall sehen wir es zumindest, mit 5 bewertet haben. Also heißt, denen hat der Film anscheinend gefallen. So, ist ja auch kein schlechter Film, muss man ja sagen. Ne? So, gut. Jetzt haben wir also hier noch einen weiteren Datenframe, der hier erzeugt wird, und zwar Ratings heißt der. So. Und was wir hier machen, ist, wir gruppieren quasi zunächst mal, und das ist einfach jetzt erstmal sogenannte exploratorische, so ein Zungenbrecher, Datenanalyse. Was wir hier machen, um es zu verstehen, ist einfach nur, wir können natürlich vorab, wenn wir einen Datensatz haben, uns den erstmal anschauen. Ne? Das heißt, wir können hier verschiedene Transformationen durchführen, können mal schauen, okay, wie ist denn der aufgebaut, sind da viele falsche Werte oder fehlende Werte drin, können das Ganze auch visuell, also grafisch darstellen, um uns das anzuschauen, können Histogramm zum Beispiel erzeugen und so weiter, aber ich möchte jetzt nicht so tief in die Statistik eingehen. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, was wir hier machen können. So. Was wir jetzt hier tun ist, in dem Fall ist es Group By, das ist einfach ein Gruppieren. Also in dem Fall gruppieren wir eben diesen Datensatz entsprechend unseren Data Frame, den wir hier erzeugt haben, den wollen wir gruppieren. Und zwar nach dem Titel, das seht ihr hier, also wir gruppieren einfach mal, fast einfach mal alle, in dem Fall alle Zeilen zusammen, die entsprechend Star Wars sind und gib uns da mal von dem Rating den Durchschnittswert aus, heißt das. Ja? Der Durchschnittswert heißt jetzt einfach zum Beispiel für Star Wars, was ist denn der Durchschnittswert über alle User, die diesen Film bewertet haben? Und dann sehen wir das hier entsprechend, wenn wir uns das ausdrucken lassen, eben, wie gesagt, das wieder für diese verschiedenen Filme. Auch hier wieder, das ist jetzt eben zufällig bedingt, das heißt, Star Wars ist hier genauso mit dabei. Ja? Wir können den natürlich reinzeln rausfiltern, aber in dem Fall geben wir uns wieder eben nur die ersten 5 Einträge aus und sehen dann halt hier Durchschnittswerte für verschiedene Filme. Und ja, ich weiß, diese Filme sind alle schon ein bisschen älter, aber es ist entsprechend halt hier der Datensatz. Ja? Das wird natürlich funktioniert das auch mit den neuesten Serien und so weiter, wenn wir entsprechend hier Datenfelder dazu haben. Ja? In dem Fall habe ich die halt nicht, also weiß ich nur natürlich von mir aus, dass jeder, der Game of Thrones gesehen hat, das natürlich mit 5 von 5 bewertet. Wie könnte es anders sein? Ja, nee, Spaß beiseite. Aber das, wie gesagt, das sind halt jetzt hier nur Beispieldaten. Aber es funktioniert natürlich auch mit anderen Datensätzen. So. Was wir jetzt hier noch machen, ist noch was, und zwar Ratings, in dem Fall Number of Ratings. Das heißt, wir erzeugen hier eine neue Spalte und sagen einfach mal, dass wir das zählen möchten. Ja? Warum tun wir das? Wir brauchen diese Spalte später noch, weil natürlich ist Folgendes relevant. Wenn wir jetzt zwei Filme haben, zum Beispiel Star Wars und dann haben wir noch den Film, was ist hier noch dabei? 101 Dalmatiner, ja? Jetzt haben vielleicht 1000 Leute den Film Star Wars gesehen. Und das Durchschnittsrating ist 4 und ganz viele Leute fanden den toll. Jetzt hat eine Person nur 101 Dalmatiner gesehen und hat zufälligerweise auch Star Wars gesehen, hat also beide gesehen und gibt beiden eine 5 von 5. Also sagt, beide Filme sind super. Jetzt können wir ja daraus noch nicht schließen, dass nur weil einer einzigen Person 101 der Martina gefallen hat und gleichzeitig Star Wars, dass automatisch den 1000 anderen Leuten oder den 999 anderen Leuten, die auch Star Wars toll fanden, automatisch auch 101 der Martina gefällt. Ja? Also das ist noch ein bisschen zu wenig. Ja, da brauchen wir schon mehr. Also wir bräuchten schon mindestens, sagen wir mal, wenn 100 Leute beide Filme gesehen haben und 100 Leute beiden Filmen 5 von 5 geben, dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, dann macht es vielleicht Sinn, eben auch den anderen, in dem Fall 900 Leuten, die 101 der Martina noch nicht gesehen haben, auch denen, aber die aber Star Wars gesehen haben und den gut bewertet haben, auch denen 101 Dalmatiner vorzuschlagen. Ich hoffe, das war verständlich. Gut. Was ich jetzt mache, ist hier, oder was wir machen, ist, wir erzeugen hier jetzt über diese Pivot-Table-Funktion, kennt ihr bestimmt von Excel auch, wie das funktioniert. In dem Fall eine Pivot-Tabelle und die sieht so aus. Ja? Also was wir hier haben ist, die erzeugen wir übrigens aus unserem Data Frame. Unser Data Frame nochmal, der sieht ja hier aktuell so aus. Also das sind die Datensätze, die wir drin haben. Das sind die Spalten, mit denen wir arbeiten können. Und was wir machen ist, wir behalten unsere User-ID-Spalte hier drin als erste, also als erste Spalte, User-ID hier, und zwar für jede Zeile. Wir packen jetzt unsere Titel, die wir haben, in die Spalten. Also anstatt hier jeweils für einzelne Zeile, nehmen wir die und packen sie in die Spalten. Und jetzt müssen wir hier noch einen Wert angeben. Und das machen wir hier. Also wir sagen, der Index soll die User-ID sein. Seht ihr hier. Die Columns, das heißt die Spalten, sind die Titel, die Filmtitel, die sehen wir hier. Und die Values, das sind eben die einzelnen Einträge hier, das sind die Ratings. Ja? Also das heißt quasi, diese Ratings, wenn wir hier oben nochmal gehen, diese Werte hier, das sind jetzt die numerischen Felder in unserer Matrix. Und jetzt seht ihr hier natürlich ganz viel NANs, heißt einfach, das sind fehlende Werte. Ja? Ganz klar, weil das hatten wir ja vorhin schon. Zum Beispiel hier dieser User 1, der hat zum Beispiel diese Dalmatiner-Film gesehen und eben Angry Men. Kenne ich jetzt nicht, aber die hat er halt gesehen, zum Beispiel, oder die hier auch, und die hat er auch bewertet. Überall, wo hier NAN drin steht, das sind einfach Filmkombinationen, die User 1 zum Beispiel nicht gesehen hat. Also zum Beispiel hier NAN, was heißt das? Das ist
187, also 187 so der Film oder so anscheinend. Den hat er auf jeden Fall nicht gesehen. Beziehungsweise hat ihn vielleicht gesehen, oder aber hat ihn nicht bewertet. Ja? Also alle NANs sind fehlende Bewertungen. Ja? Klar, weil nicht jeder hat jeden Film gesehen und auch nicht jeder hat jeden Film bewertet. So, das ist jetzt also unsere Matrix, mit der wir arbeiten können. Gut. Was wir jetzt machen, ist, wir ziehen uns eine einzelne Spalte hier raus. Das heißt hier zum Beispiel dieses Star Wars User Rating hier, was wir hier haben. Ja? Also dieses Rating ist ihm von unserer Movie Matrix, also von dieser Matrix hier, nur die einzelne Spalte, wo entsprechend der Filmtitel Star Wars drin ist, von 1977, was wir hier haben. Ja? Also einmal taucht hier Star Wars auf, einmal in diesen 1000 Columns, also Entschuldigung, 1000 Spalten, die hier eben auftauchen. Ich rutsche öfter ins Englische, bitte verzeiht mir das. Genau. Also eine von diesen Spalten ist entsprechend die Star Wars Spalte, ja? Weil ihr seht ja hier, das sind die Filme. So, und die ziehen wir uns jetzt raus und die behalten wir. Ja? Also das haben wir eine Spalte rausgezogen und die haben wir hier drin gespeichert in dieser Variable, Star Wars User Ratings. Und wenn wir uns die mal ausdrucken, dann sehen wir das auch hier. Wir sehen also hier dann die User, das ist entsprechend auch hier wieder das hier und dann entsprechend eine Spalte, das ist entsprechend eine davon, könnt ihr euch so vorstellen, zum Beispiel diese hier, wenn jetzt hier Star Wars stehen würde, wo entsprechend hier Bewertungen drin stehen. Und auch da seht ihr, teilweise haben die User den Film bewertet, teilweise haben sie ihn nicht bewertet. Ja? Also genau so sieht's aus. So. So, die brauchen wir nämlich, weil wir jetzt hier nämlich genau unsere Ähnlichkeits- bzw. Korrelationsmatrix erstellen. Ja? Ja, falls ihr jetzt wieder ein bisschen in die Statistik reingeht. Aber ja, auch wenn ihr nicht so tief drin seid, kein Problem. Ich möchte nur, dass ihr es versteht, was wir tun. Also, ähnlich wie Star Wars, so habe ich das jetzt genannt. So, ist jetzt also, wir nehmen jetzt unsere gesamte Movie-Matrix, also diese ganze Tabelle, und schauen uns an, wie korreliert die denn mit dieser einzelnen Spalte, die wir jetzt nur für Star Wars haben. Ja? Also wir ziehen uns die einzelne Spalte für Star Wars raus und schauen uns dann an, für diese einzelne Spalte Star Wars, die wir hier haben, wie stark korreliert die mit diesen einzelnen anderen Spalten, für die, das heißt mit den einzelnen Filmen. Das heißt, jede von diesen Spalten repräsentiert ja einen Film und jede schauen wir uns jetzt an im Vergleich zu Star Wars. Das ist das, was wir hier tun. Hier. Und ihr seht auch hier schon, gut, das ist ein Paket, ein bisschen veraltet ist anscheinend. Gut, aber ist gut, funktioniert. So, genau. Und was wir uns jetzt hier ausgeben lassen, entsprechend ist hier nochmal ein Data Frame. Und schauen jetzt an, quasi, wo wir hier eben diese Korrelationsmatrix erzeugen. Und wir möchten hier nur die Korrelation sehen. Ja? Und über Drop NA heißt nur, dass wir entsprechend diese fehlenden Werte jetzt quasi nicht mehr berücksichtigen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass wir jetzt quasi diese ganzen NANs entsprechend rauswerfen aus dem Datensatz. Ja, weil die interessieren uns nicht, die helfen uns nicht weiter. Und was wir dann bekommen, ist das hier. Ja, und was ist das? Im Wesentlichen haben wir jetzt hier den Titel und wir haben hier eine Korrelation. Ja? Wir haben jetzt hier also für Star Wars ist das. Ja? Das heißt ja auch Correlation Star Wars Head. Also wir schauen uns hier die Korrelation an für jede von diesen Filmtiteln in Bezug zu Star Wars. Auf Basis der User Bewertungen, also auf Basis der Ratings, die die User gegeben haben. Das heißt, diese Werte, wo eben kein NAN drin steht. So. Und wenn ihr jetzt euch mit der Korrelation ein bisschen auskennt, ist es so, je stärker die Korrelation ist, also je größer der Wert, desto ähnlicher sind die Filme. Ja? Und das heißt, desto ähnlicher sind die Ratings. Ja? Das heißt, Korrelation von 1 wäre perfekt, Korrelation von minus 1 wäre genau das Gegenteil. Also zum Beispiel, sagen wir mal, euch gefällt Game of Thrones und ihr jetzt fällt mir leider nichts ein, aber irgendeinen anderen Film oder eine Serie, die mögt ihr auf überhaupt nicht, ja? Dann hätte das eine Korrelation von minus 1 bei euch quasi, ja? Also das eine super, das andere total schlecht. Also als Beispiel mal so in der Art. Gut. Jetzt haben wir also das, wir haben also unsere Korrelationstabelle. So. Und jetzt können wir das natürlich sortieren, klar, und das machen wir hier. Also Sort Values, das ist einfach nur sortier mir bitte die Tabelle, weil ich möchte ja meine höchsten Korrelationen ganz oben haben. Weil das sind ja die Filme, wo ich dann sagen würde, okay, die haben eine sehr starke Korrelation auf Basis der bisherigen Benutzerbewertungen und deswegen sollten wir eben Benutzern, die entsprechend quasi Star Wars gut fanden, auch entsprechend diese Titel empfehlen mit einer hohen Korrelation. So funktioniert's. Ja? Also in dem Fall sind das zum Beispiel diese hier, weil die haben alle eine Korrelation von 1. Das heißt eigentlich die perfekte Korrelation. Das heißt, anscheinend ist es so, ja, wenn jemand Star Wars gefällt, dann muss ihm automatisch auch dieser Film gefallen und deswegen würden wir den Film vorschlagen. So, jetzt eine Sache, Vorsicht hier. Und zwar, ihr seht jetzt hier überall 1. So, jetzt hatten wir ja vorhin schon den Punkt. Und zwar, die Anzahl der User-Ratings ist noch entscheidend. Warum? Und das machen wir hier nämlich. Also wir joinen hier, also join, kennt ihr vielleicht auch, wie gesagt, wir joinen hier nochmal die Tabelle heran. Und zwar die Number of Ratings, ja, die wir vorher berechnet haben. Weil, wir sehen hier zum Beispiel Folgendes. Wir sehen hier beispielsweise eine sehr hohe Korrelation zwischen Star Wars und eben hier Till There Was You. So, jetzt ist aber so, dass nur 9 Leute den Film bewertet haben.
So, jetzt ist natürlich gefährlich, habe ich ja vorhin gesagt, das ist gefährlich, jetzt hier automatisch daraus zu schließen, okay, wenn den Leuten Star Wars gefallen hat, dann muss ihnen dieser Film gefallen. Ja? Ganz einfach nur deswegen, weil das sind nur 9 Bewertungen. So, wenn ich jetzt, Netflix hat jetzt fast 150 Millionen Kunden. Wenn 9 Kunden, ja, sagen, dieser Film ist gut und Star Wars ist auch gut, dann kann ich doch nicht den anderen 149 Millionen 900x-tausend ebenfalls vorschlagen, dass sie sich den Film anschauen sollten. Ja? Also das ist einfach zu wenig. Deswegen. Deswegen ist es so wichtig, das auch mit zu berücksichtigen, quasi die Anzahl der Ratings. So. Jetzt machen wir Folgendes, und zwar hier, das ist wieder ein Wert, der könnte man natürlich individuell einstellen, aber hier sage ich zum Beispiel, dass es soll nur das berücksichtigt werden, dass wir filtern quasi. Wir filtern jetzt unseren Datensatz, den wir hier haben, und bitte berücksichtige nur die Filme, wo mindestens 100 Leute ebenfalls eine Bewertung abgegeben haben. Das heißt quasi nur Filme, also nur Leute, quasi nur Filme, die von über 100 Leuten gesehen wurden, die auch Star Wars gesehen haben, ja, aber die eben auch diesen Film gesehen haben, den anderen, den wir vorschlagen wollen, nur die sollen berücksichtigt werden. Und dann auch hier wieder Sort Values, also wieder sortieren auf Basis der Korrelation und Ascending Falls, das heißt bitte die mit der höchsten Korrelation ganz oben. So. Und wenn wir uns jetzt hier unseren Datensatz anschauen, sehen wir quasi, wem Star Wars gefällt, dem würden wir auch Star Wars vorschlagen. Liegt einfach daran, dass der Titel vorkommt, weil wir den hier oben vorher nicht rausgefiltert hatten. Ja? Also, obwohl wir vergleichen quasi Star Wars mit diesen ganzen einzelnen Titeln und es taucht hier irgendwann auch nochmal der exakte Star Wars-Film auf. Und der hat natürlich eine Korrelation von 1. Ja? Also, weil, das ist ja klar. Also der etwas mit sich selbst korreliert immer mit 1, also zu 100%. Ja? So. Okay, deswegen den ersten könnten wir auch rausfiltern. Aber Fakt ist, was jetzt hier rauskommt, ist Folgendes. Und das ist eben das Interessante. Hier, Empire Strikes Back, Return of the Jedi oder Jedi, Raiders of the Lost Ark. Also die ganzen Star Wars-Filme sind das übrigens, ja. Also nur falls ihr die englischen Titel nicht kennt. So, genau diese Filme werden vorgeschlagen. Und ihr seht auch hier auf Basis, hier haben wir zum Beispiel über 500 Bewertungen, ja. Für den, gut, wie gesagt, der Korrelation von 1, aber hier zum Beispiel auch auf jeden Fall über 100, ja. 300, hier 500, 400 und so weiter. Und ihr seht auch, die haben eine sehr hohe Korrelation, ja. Das heißt, automatisch, wem Star Wars gefallen hat zum Beispiel, dem hat auch mit hoher Wahrscheinlichkeit insbesondere auch hier Empire Strikes Back, also das Imperium schlägt zurückgefallen, ebenfalls ja aus der Star Wars-Reihe. Oder eben Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja? Und das können wir hier eben rausfiltern. Und deswegen würden wir auf Basis so einer Empfehlung beispielsweise dann diese Filme eben entsprechend auch vorschlagen. Das heißt, beispielsweise, auf Basis jetzt eben von diesem Datensatz hier, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel, mir hat Star Wars gefallen und die zum Beispiel habe ich schon gesehen und jetzt hier zum Beispiel auch, interessanterweise, taucht ja Austin Powers auf, ja. Also würde entsprechend, wobei die Korrelation jetzt hier nicht besonders hoch ist, aber gut, das ist halt jetzt so aus unserem Datensatz, würde ich jetzt hier entsprechend, wenn ich Netflix wäre und eben entsprechend dieses Recommender-System einsetzen würde und ja, du oder ihr oder deine Freundin, deine Mutter, Vater, wie auch immer, eben zum Beispiel diese Filme schon gesehen hat, dann würde ich entsprechend jetzt Austin Powers vorschlagen. Und dann eben auf Basis der Korrelation eben darauf vertrauen, dass du oder eben der Person auch dieser Film gefallen würde. Also so funktioniert das Ganze. Genau, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt, Entschuldigung. Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren und ihr könnt ja mal ein Feedback dazu dalassen, ob das interessant war, ob ihr das auch halbwegs verstanden habt oder ob ich mich einfach zu kompliziert ausgedrückt habe, kann natürlich auch sein. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, es ist ja Osterwochenende, das heißt, ich hoffe, ihr genießt es, ich hoffe, ihr könnt die Zeit ein bisschen mit eurer Familie verbringen, mit euren Freunden und ein bisschen abschalten und natürlich meine YouTube-Videos schauen. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und das nächste Mal machen wir wieder mal ein bisschen mehr Praxis, okay? Also, bis dahin, ich wünsche euch ein wunderschönes, langes, erholsames Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.